Freunde, hiermit begrüße ich euch zu einem neuen Video. Es ist kein Motovlog, sondern heute möchte ich euch zeigen, wie man einen Bikeporn shootet. Und zwar seht ihr hier das neue Bike von Niklas. Es sieht mega geil aus. Ich finde es echt geil. Dieses Blau sieht absolut geil aus. Und ja, heute zeige ich euch, wie man mit einer Kamera, ohne Gimbal, ohne alles, einen Bikeporn dreht. Wir machen auch... Alter, habt ihr das? Das LED ist hier mal unnormal nice, auch wenn das angeht. Krass. Dafür fahren wir jetzt nach Düsseldorf. Das sind jetzt die ersten Kilometer. So Leute, wir sind fast am Medienhafen angekommen. Unsere Fotolocation und Videolocation. So krass viele Modis. Holy shit. Wo wollen wir gleich eigentlich noch langfahren? So Leute, was geht ab? Wir sind jetzt an der Location angekommen. Niklas am Telefonieren, das nutze ich aus und mache jetzt hier ein paar geile Shots. Das Bike hat ein paar echt geile Specials und die werde ich auf jeden Fall aufnehmen. Und das alles, wie gesagt, nur Handheld mit der Kamera. Ich habe einen ND-Filter dran gepackt. Das ist ein Vario-ND-Filter von K&N, glaube ich. Der ist echt nice. Und ja, ich würde sagen, wir legen einfach mal los und gucken mal, was geht. Und dann schauen wir das Ergebnis an. Ich würde sagen, wir machen erstmal einen Wide-Shot. Also ich shoote Handheld-Sachen eigentlich immer in Slow-Motion. Sprich, ich habe jetzt hier 50 Frames pro Sekunde, weil das kann sich dann nochmal etwas leichter in der Post-Production stabilisieren. Wenn ich jetzt 4K shooten würde und Fehler mache beim Shooten, dann ist das ein bisschen schwieriger auszubalancieren. Beziehungsweise zu stabilisieren. Deswegen Full-HD und 50 Frames. Easy peasy. So, wir sind immer noch dabei, White Shots zu machen. Und das Blau von dem Bike sieht einfach echt mega nice aus. Ne? So, ich bin jetzt hier so ein bisschen Low Angle, das einfach auch geil aussieht. Ein bisschen Sidelight von der Sonne gerade. Geil. So, wie gesagt, wir sind immer noch bei den White Shots. Ich fange immer so an, ich mache erst White Shots, dann mache ich so Mid Shots und dann mache ich so die ganzen Details im Prinzip. So Leute, wenn Leute euch im Weg stehen, dann sagt ihr einfach Bescheid, Niklas. Hier ist einmal so irgendwo, danke. Und ich liebe natürlich immer ein bisschen Movement im Frame. Achtet darauf, halt, in welche Richtung ihr euch bewegt, damit der Fluss nicht gestört wird. So, jetzt mache ich mal, gehe ich mal ein bisschen näher ran. Und jetzt können wir auch so ein bisschen so Transitioning-Stuff machen. Das BMW-Logo hier sieht auch geil aus.